ich jetzt ein Haus aus Stein, würde ich ganz einfach den Baum abhacken. Aber das ist gefährlich, liebe Kinder, weil dann kann es ganz plötzlich passieren, dass aus irgendeinem Grund dieser ganze verdammte Wald abfackelt. Oh, das wäre nicht profitabel. Abgesehen davon ist mein Haus aus Holz und Holz brennt. Im Gegensatz zu Stein. Verdammter Baum. Gottverdammter Baum, Gottverdammter Baum, Gottverdammter Baum. Wie viel Laub hast du eigentlich? Wat nu, wat nu, wat nu. Oh, da sind schon mal Löcher, die kann man schon mal stopfen. Sonst ist jemand wie ich doof genug, um reinzufallen. Zack. Okay. Das kann mir relativ egal sein. Hier kann ich mal eine Markierung machen. Na toll. Mehr oder weniger. Was? Ich komme nicht dran? Ach nö. Gut, Dreck hin. Ach ja. In keinem Spiel kann man so schön daddeln wie in Minecraft. Ich meine, seht euch an, wie ich das Laub verschnetzel, vernichte. Es hat gar keine Chance gegen meine planke Faust. So. Das könnte ich aber theoretisch schon mal hier vergrößern. Hier kann ich schon mal ein Loch reinzimmern und eine neue Tür bauen. Perfekter. So, die Tür kommt natürlich hier. Zack. Angenehm. Jo, schön. Gefällt mir bisher ganz gut, muss ich sagen. Nur dieses verdammte Abernten von den Blättern nervt mich gerade ernsthaft tierisch. Das ist so ätzend einfach nur. Und es ist vor allem langweilig. Ich meine, ich nehme jetzt gleich seit 2 Minuten auf, während ich das mache, und ich bin schon so genervt von dem Mist. Also heute werden wir wohl nicht mehr dazu kommen, eine Mine zu machen, weil ich mit meinem Garten beschäftigt sein werde. Dementsprechend zweckentfremde ich wohl Minecraft ein bisschen. Aber ich denke sogar, das werdet ihr überleben. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Gut. Das kann ich so wegmachen. Und dann kann ich hier mit der Keule. Jetzt brauchen wir wieder
Planks. Die gehen nämlich gerade wieder aus, deswegen produzieren wir ein paar neue und bauen unseren Boden. Nein, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich habe schon zwei verdammte Wooden Planks verbraucht, verbraten, sinnloserweise. Gut, das war knapp. So, perfekt. Gut, da geben wir jetzt noch so. Ja, noch eins. Sobald man den äußeren Rahmen irgendwie gesetzt hat, geht das Ganze wesentlich flüssiger. Kann ich eigentlich alles schon zu Wooden Planks umarbeiten? Ich habe das Gefühl, es wird schon wieder ein Ticken dunkler. Deswegen müssen wir uns hier noch beeilen. Ich will nämlich wenigstens noch den Boden fertig kriegen. Und dann jump ich hier nochmal runter. Ohne Damage zu kriegen war eigentlich der Plan, aber naja. Man kann ja nicht immer alles haben. Zack. Das hier wird schon mal entfernt. Und jetzt geht's hier wieder hoch. Boah, was eine Aussicht. Ich bin stolz auf uns. Perfekt. Kann ich schon schlafen? Ja, perfekt. Alles super. Genau so, wie wir es haben wollen. Dann Fackeln kochen wir schon mal das Huhn. Frühstücken haben wir uns auch verdient. Bringen schon mal ein bisschen Fleisch in Sicherheit. Gut, 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 gut. We are awesome. Und ich wurde gerade angeschrieben, deswegen bin ich ganz kurz mit der Aufnahme stopp und ja, wir sehen uns später. Bin zurück. Für euch war das keine Sekunde. Deswegen ist euch das auch ziemlich egal, würde ich mal behaupten. Gut, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Und zwar den Zaun so? Ja, perfekt. Ich baue jetzt ein paar Zäune. Das sind jetzt mal 12. Und die werden jetzt hier so verbaut, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, dass hier irgendwas uns nerven kann. Obwohl es so wirkt, als müssten wir tatsächlich dann auch Holz sammeln. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Jo, wir brauchen definitiv neues Holz. Holen wir jetzt erstmal von hier raus. Ups, gut. Das wird alles zu Planks verarbeitet. Die werden alles zu Sticks verarbeitet. Crumbsticks. Keine Ahnung. Was gibt's noch für Sticks? Schreibt ein paar in die Kommentare. Dann habt ihr auch was zu tun. Gut, mit 36 könnte ich vielleicht vorankommen. Sollt ihr aber den Scheiß wegmachen, ansonsten könnt ihr einfach darüber springen. Und das wäre nicht von Vorteil. Abgesehen davon, es würde unsere Aussicht kaputt machen.
Und wenn man schon ein Haus baut, dann kann man wenigstens in Minecraft auch auf die Ästhetik achten. Ist zumindest meine Meinung.